Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Interview hier auf meinem Kanal. Und heute haben wir zwei Gastkommentare dabei. Ihr könnt euch gerne mal vorstellen. Was wir sind auf YouTube und Twitch, die Bildschirme war der erste. Ich da sitzen im Elektro. Okay, da habe ich mal die allererste Frage an euch. Welche Behinderung habt ihr denn? Die Behinderung nennt sich Muskeldystrophie Duchenne. Okay, wie genau kann man sich das vorstellen? Wie geht ihr denn damit um? Das ist auf jeden Fall eine Behinderung, wo Muskel abbauen. Das ist man nachher halt weniger kann dadurch dann auch. Okay, braucht ihr so im Alltag viel Hilfe? Ja, bei vielen Sachen, zum Beispiel, also man kann jetzt nicht alles sagen, aber zum Beispiel Jacke an- und ausziehen, beim Essen helfen und Sachen holen oder ja. Okay, ich habe auch gesehen, ihr macht ja auch YouTube-Videos, Ja. was ich mal hier unten verlinken werde. Ja, danke. Wie kommt ihr damit klar? Also, wie kommt ihr damit klar, für die Videos zu machen, mit eurer Muskelkrankheit? Also Film zu unseren Eltern dann waren. Also wenn ich vor PC zum Beispiel sitzen tut und das Mikrofon habe, kommt ihr so an sich mit das Spiele, macht ihr Videospiele, kommt ihr damit dann alleine klar? Am Computer können wir alles selber. Außer wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie neue Sachen im PC anbaut. Das geht halt nicht selber, aber so am PC alles Klar. dann machen geht schon. Okay, selber an dem PC zu sein, das tut immer sehr, sehr gut. Jeden Ja. Fall. Aber das ist auch so mit den Videos, die schneiden wir auch selber und Okay, unsere coole Eltern Sache. filmen dann auch. Wie man dann halt ein Video aus den ganzen Aufnahmen. Also filme eigentlich nur, wenn ihr zum Beispiel auf die Gamescom seid. So Vlogs dann halt. Ja, für an sich daheim zu filmen, hat man ja eine Webcam und dann braucht man ja eigentlich Oh gar ja. keine Hilfe. Ja, das geht alleine. Gut. Wollte ich mal so sagen, weil wenn die Webcam schon dran ist. So, die nächste Frage ist, nehmt ihr für eure Behinderung Ja, so irgendwelche Rockstar Medikamente? Midnight. Das, wie war das, dass der das Herz ein bisschen langsamer schlägt? Und dadurch dann Ja. halt länger hält. Also, Aber wie das hab jetzt ich so genau heißt, habe ich verstanden. gerade keinen Plan, müsste mal gucken, aber. Ja, ist ja eigentlich so egal. Praktisch, ja, du nimmst so Tablett für ein Herz. So, die nächste Frage ist, lebt ihr noch bei euren Eltern oder wohnt ihr schon alleine? Also Bei bei unseren unseren Eltern. Eltern und Ja. Mittlerweile kann man auch, sag ich mal, auch wenn man so ein Handicap hat. Ich kenne ja einige Leute, mit denen habe ich auch schon mal ein Interview gemacht. Der hatte sogar dieselbe Krankheit wie ihr beide. Und der lebt ganz alleine und der bekommt eben eigentlich nur bei Einkaufen und Putze eigentlich Hilfe. okay. Falls die Krankheit, sag ich mal, zu schwer auswiege ist, kann man eine 24-Stunden-Assistenz rein theoretisch bekommen und die kann da einem Haushalt und so natürlich helfen. Und man lebt Aber dann, wo man ist lebt dann, das, man lebt also dann, man das lebt dann. Problem? Ja, sorry, das ist so unterbrechen. Auf jeden Fall, das ist halt so mit dem Helfer, das kriegst du halt nicht bezahlt. Ja, noch machen, deswegen. Nee, dann noch nicht und Dann dann noch sollte man nicht, auf keinen okay. Fall aussehen. Ich rede davon, wenn man jetzt zum Beispiel über 18 ist, aus der Schule ist und dann, wenn man dann irgendwo hinziehen will. Weil dann bekommt man, da ist nicht so wie ein Wohnheim oder so, ihr lebt dann ganz normal alleine, dürft sogar die Wohnung selber aussuchen. Alles drum und dran, wie normale Leute auch. Das Nur wegen eurer Krankheit, falls ihr dann natürlich dann Hilfe benötigen tut, wegen Einkauf oder Haushalt, bekommt ihr eine 24-Stunden-Assistenz. Oh, dazu muss man aber sagen, das sollte es sein. Also wir kennen selber einen, der hat dafür 10 Jahre oder so gekämpft, eine eigene Wohnung zu haben. Also es läuft halt nicht immer bei jedem so.
Aber mittlerweile soll es eigentlich schon so sein. Ja, mittlerweile ist er auch nicht mehr so schwer wie vor 10 Jahren. Und die Hilfe bekommt man eigentlich ziemlich schnell, wenn man die dann auch brauchen tut. So, stelle ich mal die nächste Frage. Die nächste Frage ist und die letzte. Und die letzte Frage ist, was für ein Ziel habt ihr denn in eurem Leben? Also was habt ihr noch so vor? Was, eigentlich so was im Leben zu bereichern, so was wie Charity-Streams und solche Aktionen machen. Und Okay. halt in Richtung Game Design und Michael, was machst du Ja, so? bei mir ist so mit Game Design und außen Graphic Design. Also wir müssen Okay, auf jeden coole Fall so eine Ziele. Ausbildung machen. In Frankfurt gibt es da so zwei Sachen und momentan ist das Problem, dass beides nicht barrierefrei ist. Deswegen geht das momentan noch nicht, aber auf jeden Fall hätten wir ja vor, so eine Ausbildung. Okay, coole Sache. Auf jeden Fall tolle Ziele. Ich werde mal eure YouTube-Kanal und eure Discord, nicht Discord, eure VIP-Me-Seite und eure YouTube-Kanal werde ich mal hier unten in die Videobeschreibung mal für euch verlinke. Sehr vielen Könnt ihr Dank. gerne mal vorbeischauen und könnt ihr gerne mal auf VIP-Me folgen und auch bei YouTube folgen und die auch mal gerne mal mehr unterstützen. Heißt, für die Leute bei VIP-Me zum Beispiel, die jetzt hier Zuschauer, könnt ihr gerne auch mal denen folgen. Und oder auf YouTube folgen und dann sage ich mal, könnt ihr euch gerne noch verabschieden. Ja, das könnt ihr auch gerne bei BS, weil dein Kanal auch gerne machen. Auf jeden Fall, auf jeden Also Fall. gegenseitig scheiße. Auf jeden Fall, was kann man noch sagen? Auf jeden Fall cool, dass wir beim Interview dabei sein konnten und mal mit dir quatschen Finde es konnten, auch cool, so. dass so mittlerweile immer mehr Leute, die eine Bindung haben, auf YouTube-Videos machen. Das finde ich irgendwie schon cool, die Entwicklung. Ja, ist echt cool. Ich war, glaube, so ziemlich der Erste, der es gemacht hat. Davor kannte ich nur zwei oder drei Kanäle, die auch solche Videos gemacht habe. Okay. Also es kannte auch einer, aber der hat es dann aufgehört irgendwann. Ja, da ist er so behindert, der hat ja aufgehört. Davon würde ich sagen, ich war so ziemlich ein die Erste mit behindert, aber glücklich und Luis Espa. Jo. Aber wir wollen auf Jo. jeden Fall in Zukunft das auch mal ändern, dass wir mehr über so Themen von Behinderungen und so gehen. Weil Oh. nur Gaming, ja, ist momentan so, aber wir wollen es auf jeden Fall noch dran ändern. Da kann ich einen Tipp geben, macht doch einfach einen Zweitkanal auf und dann macht ihr dort eure Videos über das Thema Behinderung und auf eurem Gaming-Kanal macht ihr ganz normal Gaming. Ich weiß nicht, wir hätten eigentlich beides so Weinmann wollen, aber. Beides auf einen Kanal, also beides auf einen Kanal, Behinderung und Gaming, finde ich jetzt nicht so prickel, weil ich finde schon die verschiedenen Themen wie Gaming oder Behinderung soll das Song getrennt werden. Ich kann dann nicht Schminkvideos machen und Let's Plays auf meinen Kanal bringen. Okay, das war wirklich ein bisschen komisch. Als Vergleich jetzt. Und deswegen würde ich euch empfehlen, euch den Namen auszudenken. Und dann habt ihr einfach einen Zweitkanal, wo ihr Videos macht tut über Behinderung. Ohne Gaming. Ja, müssen wir nochmal drüber nachdenken und drüber reden. Weil ich habe ja auch selber auch einen Gaming-Kanal, wo ich Let's Plays hochlade. Und deswegen habe ich auch mal einen Zweitkanal gemacht über das Thema Behinderung. Okay. Finde ich das persönlich für den Zuschauer oder für derjenige, der drauf geht, angenehmer. und deswegen halt. Na gut, ich denke mal, wir würden eher Gaming-Streams auf Twitch mal auf YouTube eher so. Videos über die Behinderung und so. Das ist momentan auf jeden Fall so. Ja, gut. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.